Genau. Also, herzlich willkommen wieder auf unserem YouTube-Kanal vom Knielinger Museum. Heute gibt es ein ganz spezielles Projekt, nämlich es ist ein Gussbauteil an einem Mähbinder gebrochen. Was ein Mähbinder ist und wie der funktioniert, das zeigen wir euch nachher. Aber das ist das Gussbauteil und Gott sei Dank kann unser Erich Guss schweißen. Und da erklärt euch jetzt ein bisschen, was wir machen. Also, gebrochen ist gut. Das war ein Schrotthaufen, das sind drei Teile gewesen. Und zu Hause habe ich jetzt mit Edelstahlelektrode das mal geheftet, damit das wieder passgenau in Form ist. Und jetzt geht es um die Wurst. Jetzt muss zuerst innen geschweißt werden mit dünnen Elektroden. Vorher das Teil heiß machen, 350, 400 Grad. Und dann mal gucken, ob die Schlacke noch dran ist oder ob man die entfernen kann. Wenn die müssen wir es abkühlen. Nochmal. Also dann geht es wieder, wenn das sauber ist, geht es wieder los. Dann wird es wieder erhitzt. Auch 350, 400 Grad. Und dann kommt das mit der großen Gusselektrode, wenn es dann richtig verschweißt. Also, und ich nehme euch ein bisschen mit der Kamera mit und ihr guckt uns halt so gut, wie es geht zu. Ja, noch was. Ich hab hier. Weil das, nachher müssen wir ja heiße Eisen anfassen. Da habe ich oben in unserer Schmiede mal an der Wand die Werkzeuge abgehängt. Und dann kommen die wenigstens heute mal zum Einsatz. Also sind Schmiedezange, die man normalerweise, ich weiß das von der Lehre hier, ich habe Landmaschinenmechaniker gelernt in Frankreich. Und das ist die erste Arbeit beim Schmieden. Da soll man ein bisschen das Material behandeln von Material in der Schmiede. Und dann war das die zweite Aufgabe, sich mal seine eigene Zange zu schmieden. So, und weil wir natürlich keinen Wärmeofen haben, wo man das auf 400 Grad erhitzen kann oder 450, behelfen wir uns halt mit einem Holzfeuer, in dem wir, wenn es heiß genug ist, das Teil einfach erwärmen, bevor es geschweißt wird. So, wir müssen abwarten, bis sich dieses Glutbett entwickelt hat. Deswegen haben wir auch ein kleines Gebläse da stehen. Und solange wir abwarten, sitzen die Herren da und trinken Apfelschorle. Prost! Erzählen Witze, lernen über Pyrometer, lernen, was Fahrrad ist. So, ihr seht, mittlerweile liegt unser Bauteil auf dem Feuer bzw. auf der Glut, die entstanden ist. Direkt dran ein Temperaturmessfühler. Und wenn wir das Kabel des Temperaturmessfühlers etwas verfolgen, kommen wir zu dem Messgerät und sehen, es hat gerade mal so 91 Grad, Tendenz steigend. Jetzt warten wir mal, bis es mindestens 350 hat. So, wir haben also jetzt fast 400 Grad erreicht. Es wird mit der Zange rübergetragen. Kannst den Fühler ja da drauf legen jetzt. Schauen wir mal, was er anzeigt. Er geht wieder hoch. Er braucht jetzt ein bisschen. Aber ich würde gar nicht mehr so lange warten jetzt. Direkt loslegen, oder? Ja. Gut, er geht rapid hoch. So, nach dem Schweißen wird es wieder ins Feuer getragen, damit es nicht zu sehr abkühlt. So, wir brauchen frisches Holz fürs Feuer. Der Hendrik spaltet uns noch ein bisschen. Das ist ein ganz, ganz alter Obstbaum. Das, was da rauskommt, ist kein Rauch, sondern der Staub von dem, was die Holzwürmer hinterlassen haben. Übrig gelassen haben, ja. Mach nochmal zurück. Aber so ist eine das relativ gute Schweißnaht geworden. Ja. So, ihr seht, unser Bauteil liegt schon wieder in dem Feuer. Eigentlich sind die Schweißnähte fertig. Ich möchte mit der Kamera gar nicht so weit hin. Ich zoome mal hin.
Da vorne an den beiden Schweißnähten haben wir nochmal zwei Stellen entdeckt, die man ein bisschen nachschweißen sollte. Und weil wir jetzt nicht kurz vorm Ziel noch alles kaputt machen möchten, machen wir es nochmal schön heiß und dann wird an den beiden Stellen nachgeschweißt und dann sollte es funktionieren, dann wäre der nächste Schritt, dass er uns zuschaut, wie wir es wieder montieren und gucken, ob der Binder auch wieder bindet. Also, ein letztes Mal die Fehlstellen nachschweißen. Der Erich ist schon dabei, wir müssen schnell machen, weil sonst die Temperatur wieder aus dem Bauteil rausgeht. So, da darf es jetzt abkühlen. So Leute, es ist ein neuer Tag. Wir sind hier im Museum und holen diesen Mähbinder, von dem ich euch erzählt habe, jetzt zunächst mal aus unserer Maschinenhalle. Dieser Mähbinder, der ist jetzt in einer Transportstellung, das heißt, er steht um 90 Grad verdreht. Sieht jetzt eigentlich aus, als würde er noch seitlich mähen. Das ist einfach, dass er beim Transportieren nicht so breit ist. Wir ziehen den jetzt in der Transportstellung nach vorne in Richtung unserer Werkstatt und da schauen wir dann weiter. Übrigens, was man hier noch sieht, sind ein paar unserer Museumsschätze. Da ist ein IHC McCormick D214. Da ist ein kleiner Cube oder Cube, wie man ihn ausspricht. Wenn wir da weiterschauen, hinter dem 214, da steht der große Super BMD. Auch von IHC, ein Einachser von Holder, der steht jetzt in Fahrtrichtung von uns weg, da hinten sind wir den. Ein Allgäuer, hier sehen wir einen Schlepper von Vandövre, da drüben ein Normag in grün, hinten dran Ködel und Böhm, ein Mähdrescher. Und, ich schwenke nochmal zurück, genau hinter mir eine riesengroße Dreschmaschine von Badenia. Aber die ganzen Sachen, die werden wir euch mal separat vorstellen. So, wir fahren also den Mähbinder jetzt mal nach vorne in Richtung unserer Werkstatt. Und da seht ihr alles weitere. Wir fahren wieder mit dem DLD2. Wenn ihr unsere Videos kennt, dann kennt ihr auch den DLD2 schon. Da hinten an dem Mähbinder sieht man die Stelle, an der das Bindewerk quasi dran ist. Das ist auch die Stelle, an der unser Gussteil, das zerbrochene, dran war. So, wir haben den Mähbinder jetzt in Transportstellung zunächst mal gelassen. Das heißt, eigentlich schauen wir in Mährichtung, würde jetzt also nach links gehen. Ne? Das zeigen wir euch nachher in dem Video mal noch, wie er umgehängt wird. Und hier sind wir also in Mährichtung gesehen, auf der Seite. Und das ist das Problem, das ist die Seite, an der quasi die Heu- oder Getreidegaben rauskommen, gebunden werden und dann seitlich rausgeschmissen werden. Ich glaube, wir fahren das ganze Ding mal ein paar Zentimeter weiter nach vorne, weil wir ganz ekelhaften Schatten haben für euch, damit ihr auch alles sehen könnt. Ja, und das Problem war ja, wie gesagt, dass der Mähbinder mal, als er auf Böcken stand, um die Reifen zu entlasten, nach hinten, naja, ich sage jetzt mal umgefallen ist. Und dabei sich einiges verbogen hat. Der Etienne versucht jetzt gerade mal, das grobe Verbogene wieder gerade zu biegen. Und gleichzeitig halt dieses Gussbauteil abgebrochen ist. Jetzt wird erstmal ein bisschen gebogen und anschließend versuchen wir wieder alles zusammenzuschrauben. So, der Hendrik biegt jetzt gerade mal eins der Teile gerade in unserem großen Schraubstock. Gut. Ja. Jetzt fällt der Tisch um. Ja. Die noch nach unten. So, jetzt. Gut, das ist
Norman, jawohl, richtig. Ganz schnell sind. Ja. Die Zinken da drunter. So. Das gehört, Entschuldigung. So, und hier sind wir endlich soweit. Ihr erkennt vielleicht das Bauteil. Da vorne ist die Schweißnaht oder sind die Schweißnähte. Jetzt gerade sind wir dabei, das Bauteil wieder am Binder festzumachen. Das stützt also quasi einen Teil vom Bindeapparat gegenüber der restlichen Maschine ab. Warte, jetzt bin ich gepackt. Hat sie gepackt? Ja, schon lang. Aber jetzt brauche ich Werkzeug, jetzt kann ich sie wieder halten. Also, jetzt kann man wieder den Deckel wieder dran machen. So. Das ist, das muss nach oben, weil das klemmt. Okay. So muss nach oben. So, Hendrik probiert mal, ob die Beweglichkeit jetzt gegeben ist. Zu dir? Ja. Jawohl. So langsam macht es das, was es soll. Sehr gut. Na, damit kann man, wenn die Lage vom Getreide klar ist, kann man die eine Schnur, die am Schluss gebunden wird, etwa in die Mitte des Getreides einstellen. In die Mitte der Garbe. So. Gut. Und jetzt lassen wir kommen noch mal ein Stück zurück. So, das wäre so für mittlere Stellung, ja. Und das heißt, ganz ran? Ja, das Erde zu bringen, ja, genau. So also wie für Kurzstroh ideal, die Einstellung. Ne? So, fertig montiert. Jetzt geht's um die Wurst, ob sich auch alles dreht, gell? Funktioniert. Da müssen wir den Mähtisch leer machen. Dann drehen wir da um 90 Grad. Und dann werden wir die Maschine in Arbeitsstellung bringen. Mit leer machen meint der Etienne, dass wir hier noch die ganzen Böcke und das Holz drauflegen haben, was wir vorher zum Unterbauen benutzt haben. So, also jetzt wird dieser Mähbinder in Arbeitsstellung gebracht. Wir haben ihn also mit dem Schlepper ein bisschen umgedreht, damit wir nachher nicht auf dem Weg stehen. Der Etienne stellt jetzt einen Bock unter den Mähbinder, damit wenn wir die Deichsel wegmachen, dass er uns nicht nach vorne umfällt. Jawohl, mit der Hydraulik hoch und wieder absetzen. So, und jetzt kann man nämlich die Deichsel wegmachen und um 90 Grad verdreht nach vorne wieder dran machen. Und dann ist er fast schon in Arbeitsstellung. So, jetzt steht er quasi auf dem Bock. Als nächstes kann ich die Deichsel hier raus. Nur gesteckt. Und wird von vorne wieder dran gesteckt. Etienne hat die Zapfwelle schon. Nehmen wir diese Schiene unter dem Rad. Da muss eine runterkriechen und das runter tun. Ja, das was man nämlich hier sieht, das sind die Transporträder. Und das Rad, was der Etienne meint, das ist das Rad, was hier 90 Grad versetzt ist. Auf dem wird er später rollen. Kannst ablassen. Auf dem wird er später rollen, wenn er in Arbeit ist. Etienne hat hier eine Kurbel. Mit dieser Kurbel wird jetzt dieses Rad nach unten gelassen. Ich gehe mal näher hin, dass ihr das besser seht.
Hier ist dieses Rad. Das wird jetzt runtergekurbelt, sodass man quasi auf dieser Auffahrrampe steht. Und damit hebt man jetzt den ganzen Mähdrescher an und entlastet die Räder, auf denen er gekommen ist. Und die kann man dann rausnehmen. Auch auf der Schiene? Ja. So, das Rad habt ihr gerade gesehen, das ist schon ein Stück weit rausgerutscht. Das kann man jetzt gerade rausnehmen. Moment, ich gehe auf die andere Seite, dass ihr was seht. So, ja, schon draußen. So, dann machen wir die Gabel. Vielleicht machen wir einen anderen Bock drunter. Oder einen Klotz. Dass man die Gabel rausnimmt. Jetzt kommt ein zweiter Bock drunter zum Stabilisieren. Ja, noch mehr in ein Loch, ja. Jetzt kann man den Riegel ziehen. Wir nehmen den Schraubenzieher mit oder sowas. Aha, jetzt seht ihr, jetzt ist die Gabel frei. Und dann kann jetzt kann man die Gabel nach vorne rausziehen. Ja, das ist vielleicht. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, das hat früher alles der Bauer auf dem Feld oder am Wegrand vom Feld machen müssen, wenn er den Mähbinder mal in. Die an die Stelle gebracht hat, wo am Schluss der Einsatz stattfinden sollte. Wenn man ein bisschen anhebt. Ja, ist jetzt also so, das Rad hier muss noch weg. Ne? Das ist das zweite Transportrad. Aber auf diesem Rad steht er noch. Der Etienne wird jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen kurbeln, genau, an dem Fahrrad. Das habt ihr vorhin schon gesehen. Fahrrad. Ja, dann kommt er auf der Seite noch mal ein bisschen höher. Und danach kann man dieses Transportrad, was ja auch quer zur Arbeitsrichtung steht, dann auch früher oder später einfach rausnehmen. Ja, das Rad ist eigentlich nur eingehakt, aber ja, Moment, die Aufnahme ist ein klein bisschen verbogen. Einmal. Was raus? Ja, den macht das ganze Rad runter. Oh, Vorsicht mit den Lagern. Ja, ja, wo sind die? Muss ich die hier mitnehmen? Ah, seht ihr? Das Rad wird hier drauf gesetzt. Das wird nämlich das zweite Arbeitsrad. So ist es wohl, ja. Ja. Und das Rad sein teuer, oder wie, ne? Jawohl. Das wusste ich auch nicht mehr. Ich gehe mal auf die Seite. Ist okay. Das Teil. So, jetzt sind die beiden Transporträder weg. Ein Transportrad wurde zum Arbeitsrad auf der rechten Seite. Das ist auch die Seite, an der nicht so viel Gewicht getragen werden muss. Wenn man dabei ist, dann machen wir dann. Und das andere habt ihr vorhin gesehen. Das ist das, was vorhin nach oben gekurbelt war. Auf dem steht er jetzt noch drauf. Das sieht man schlecht wegen dem Sonnenlicht. Auf dem steht er jetzt noch drauf. Wie? Ganz einfach. Jetzt sieht man den Riegel raus. Ah, jetzt kommt der Halmteiler nach vorne, genau. Ja. Also mal, das muss nach hinten, kleinen Moment, das muss auch wieder zurück. So, so, und jetzt nach vorne. Warte. Vorsicht, Finger. Ja, Finger. Dann nehmen wir mal das Schutzding raus. So, und jetzt werdet ihr euch vielleicht wundern, warum kommt die Deichsel hier seitlich dran, ne? Das ist klar, weil ja das Mähen nicht hinterm Traktor, sondern seitlich versetzt hinterm Traktor stattfinden soll. Sonst würde der Traktor ja alles platt fahren, was man gerade abmähen möchte. Deswegen ist die Deichsel hier ganz seitlich. Na, und das ist auch der Grund, warum dass man in dieser Stellung kaum transportieren kann. Weil jetzt haben wir ja quasi, ich stelle mich mal hin, hier in Richtung der Deichsel, die Mitte vom Traktor. Und das ganze Teil hier links steht ja seitlich raus. Das heißt, da machen wir den Traktor oder das Gespann gerade nochmal um 2 Meter breiter. Und jetzt ist die mal fast fertig. Hier, die Bolzen, die anheben. Sicherung. So, und jetzt kommen wir ein bisschen nach hinten und dann machen wir den Bock. Genau, jetzt kann man den Deichsel anheben und dann kann man den Bock da runternehmen.
Rein. Ich glaube, der Bock raus, okay? Ja, ja, der ist schon schwer. Der Bock ist da. Der blaue Bock. Ja. So, jetzt kann man ablegen und im Prinzip mit dem Traktor kommen und gleich an die Ackerschiene vom Traktor hängen. Und da ist noch ein Bock wegzumachen da? Ja, da ist noch ein Bock. Da ist noch ein Bock zu machen? Ja, der ruht. So, dann haben wir die zu zweit und noch einer. So, jetzt steht er auf eigenen Rädern. Dann kann man die Rad wieder höher stellen. Vorsicht! Thomas hat von hinten ein bisschen Gewicht draufgegeben. Ich laufe mal ein bisschen rum, das seht ihr, was ich meine mit Sterbreite. So steht das Ganze gespannt an. Ja, Traktor gerade. Wenn der Hendrik jetzt ein paar Meter vorfährt oder ein paar Zentimeter, richtet sich alles aus. Beziehungsweise er fährt auch von seiner Auffahrrampe runter. Genau. Und so steht das Gespann nachher auf dem Acker. Traktor fährt über die Stelle, die schon abgemäht ist. Und hier läuft dann das Getreide rein und wird gemäht und gebunden. So, jetzt wird noch die Zapfwelle angeschlossen. Hier hat hier eine kleine Halterung auf der Deichsel, dass sie durchgesteckt wird. Und jetzt wird sie vorne und hinten eben angeschlossen. Das kennt ihr ja, wenn eine Zapfwelle angeschlossen wird, aufstecken und einrasten. Am Traktor genau das gleiche. Da sind die Schiebestücke jeweils dran. Oh. Jetzt. Ja, so da. Jetzt ganz normal auf der Zapfwelle ausgesteckt. Und der Stand fertig. So, geschafft. So, jetzt sind die Tücher hier unten drin. Das habe ich jetzt verpasst zu filmen. Die Tücher müssen gespannt werden. Da sind immer solche Rollen drin, die quasi über so einen, naja, so einen Spannpunkt drüber gesteckt werden müssen. Gebogen. Ah, so, ja. Und dann sind die Tücher gespannt. Das sind die Tücher, über die das Getreide nachher abtransportiert wird, erst auf die Seite. Ne? Nachdem es gemäht wurde, liegt es ja hier auf dem Tuch drauf. Das wird da hoch transportiert nach oben und kommt nachher im Bindewerk an. So, Etienne, muss man uns mal ganz genau erklären, wie das eingefädelt wird? Also, Einfädel, der Garn, also der kommt vom Garnkasten. Moment, das zeige ich euch kurz. Der Garnkasten. Hier seitlich ist der Garnkasten. Da steht das Garn drin, da ist jetzt momentan eine Rolle drin. Dann geht es hier durch eine Garnführung, durch diesen Ring. Und von dem Ring geht's, wenn ich das richtig sehe, direkt in die Nadel rein, gell? Jawohl. So, und kommt hier oben aus der Nadel wieder raus. Auf dem Knüpferhacke. Muss ich von der Seite filmen. Da läuft es über, also das hier über den Knüpferhaken drüber, genau. Und über den Garnhalter. Und über den Garnhalter. Weil, wenn der erste Bindevorgang eingelöst wird, muss der Garn rüber, wird von mitgenommen und dann
in dem Garnhalter eingewickelt. Genau, und für den Anfang wichtig, der Etienne hat es jetzt hier festgeknotet, weil nämlich es muss ja an irgendeiner ist, Stelle was fest sein. Was normal im Garnhalter ist. Genau, ja. Weil er jetzt noch kein Ballen gebunden wurde. Und das können wir jetzt mal ziehen. Ah, jetzt wird da unten, das wusste ich nicht mehr das letzte Mal, jetzt wird da unten simuliert, dass quasi eine Getreidegabe drinsteckt. Ja. Das heißt, die würde jetzt, normal würde die Getreidegabe dieses Garn einfach rausziehen und das Garn würde die Getreidegabe dann umschließen. Und jetzt machen wir das mit der Kurbel. Genau, und jetzt muss quasi, wir machen jetzt mal ohne Zapfwelle, sondern von Hand ganz, ganz langsam einen Bindevorgang. Der Hendrik simuliert jetzt, er sei das Garn, er sei die Getreidegabe. Und jetzt kann man nämlich mit dieser Kurbel hier den ganzen Bindevorgang auslösen. Das würde ich jetzt auch mal sehen. So, der Etienne kurbelt. Oh, das geht aber schwer. So, und jetzt seht ihr, hier kommt. Schön schwer. So. Achso, ja, die Zapfwelle ist aber ausgeschaltet. Ne? Ja. So, jetzt sollen wir den Knüpfervorgang lösen. Das heißt, der Hebel nach hinten ziehen. Okay. Ja. So, und jetzt seht ihr, jetzt bewegen sich diese Arme hier mit, weil die das nachher die Gabe auswerfen. Das ist schwer. Dazu zwei Drähte. Ja. Hat sich schon Druck für Öl gesteckt. So, und ich filme mal, was hier jetzt ganz schön gut filmen. Knoter passiert. Geht aber schwer. Schießt der Ball, ist das nicht schwer? Neu. So, jetzt müsste die Gabe gebunden sein und eigentlich ausgeworfen werden. So, wir haben jetzt ein bisschen gebraucht, um alles neu einzustellen, weil das nämlich gar nicht so einfach ist, dass das Garn an der richtigen Stelle geführt wird. Aber jetzt ist es so, ihr müsst euch vorstellen, der Etienne, der hat hier eine Schlaufe in der Hand und das ist die Schlaufe, die normalerweise das Getreide bilden würde. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, hier ist quasi eine Getreidegabe drin. Jetzt, wenn wir die Zapfwelle anmachen, dann läuft das alles und das Getreide, wenn hier genug Getreide ist, drückt gegen den Hebel und der Hebel, wenn er muss ich euch auf der Kamera zeigen, wenn das Getreide den Hebel vorgedrückt hat, dann wird quasi die Bindung ausgelöst. Dann kommt da hinten die Nadel hoch, führt quasi das Garn nochmal ums Getreide rum, fädelt hier oben in den Knüpfer ein, der Knüpfer dreht sich einmal, es wird geschnitten und dann haben wir eine Schlaufe, die abgeschnitten ist. Und der Garn wird vom Garnhalter für die nächste Gabe wieder drin gehalten. Genau, und jetzt machen wir Folgendes, der Hendrik macht jetzt mal die Zapfwelle an und der Etienne löst einmal aus den Bindevorgang, Bindevorgang ausgelöst. So, jetzt haben wir es. Und wir haben hier einmal einen Knoten und wir haben im Endeffekt einen ganzen Ring Garn, der quasi die Getreidegabe umschließen würde. So, das Ganze kann man nochmal probieren. Der Etienne holt nochmal, wie wenn Getreide gefördert würde, eine Schlaufe raus. Nochmal die Zapfwelle an, einmal auslösen. Und es ist eine Getreidegabe gebunden. So, unser Mähbinder funktioniert, alles richtig eingestellt. Wunderbar. So, kleiner Einschub, der eigentlich noch gar nicht geplant war, als wir das Video begonnen haben. Ihr seht, der Mähbinder ist gerade im Einsatz. Wir sind nach Linkenheim hochgefahren, dürften hier bei einem Bauer Getreide abmähen für eine Aktion, die bei uns im Museum in circa 4 Wochen stattfindet mit einer Dreschmaschine. Da gibt es ein separates Video dazu. Na, und ich werde jetzt einfach ein bisschen mit und hinterher laufen, sodass ihr auch diesen Mähbinder in Aktion ein wenig erleben könnt. So, ihr seht also, das Getreide wird hier abgemäht, wird dann zwischen den Tüchern hochtransportiert, kommt hier zu dem Spinder, den wir repariert haben, und immer wenn genug Getreide da ist, wird gebunden und ausgeworfen. Zeige ich mal für eine gebundene Gabe.
Die sind also jetzt mit einer Schnur hier zusammengebunden und sind fertig, um sie später zu verladen. Ja, und das Ganze funktioniert relativ rasch. Seht ihr ja, alle paar Meter liegt so eine Gabe. Ihr dürft einfach den Prozess ein bisschen zuschauen jetzt. Warum hat das Teil eigentlich zwei Mann Besatzung? Einen auf dem Traktor und einen auf dem Mähbinder. Ihr seht, der auf dem Traktor muss die Spur halten, richtig fahren. Und auf dem Mähbinder hat man ein paar Bedienhebel. Na, da geht es einmal darum, wie tief mäht das Teil. Und zum anderen kann man an dem Kornausschub quasi ein bisschen was verstellen. Und ist halt gut, wenn man das während der Fahrt machen kann. So, das war also ein kleiner Einschub von einem echten Ernteeinsatz. Jetzt geht das Video normal weiter. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das, was ich zuerst gedreht habe, als dieser Einschub noch nicht geplant war, jetzt so sachlogisch und alles zusammenpasst. Aber das seht ihr ja. Wenn ich nachher irgendwas sage, was jetzt nicht ganz genau zu der Situation passt, dann seht mir das bitte nach. Aber wir waren so begeistert, dass wir euch die Ernte noch zeigen konnten, dass wir das jetzt eben noch kurz einschieben wollten. So Leute, unser Binder funktioniert wieder. Reparatur geglückt. Das heißt, jetzt ist er halt blöderweise in Mähstellung, damit er in die Garage hinten reinkommt, muss er wieder in Transportstellung. Das heißt, das Ganze, was wir vorhin vorwärts gemacht haben, muss jetzt rückwärts gemacht werden. Das filme ich jetzt nicht mehr, dann kann ich nämlich ein bisschen mehr helfen, da geht's schneller. Aber im Endeffekt könnt ihr euch ja vorstellen, wie das geht. Naja, also, Projekt geglückt. Soweit stellen wir es euch jetzt einfach mal auf YouTube. Es wird noch ein zusätzliches Video geben, genau zum Einfädeln, dass ihr seht, wie das mit dem Einfädeln funktioniert. Aber das in einem anderen Video. Bis dahin, viele Grüße aus dem Knielinger Museum.